So, meine lieben Freunde, Hallöchen und dieses Video kommt zwischen die Hogwarts-Parts und es wird wirklich ein ganz, ganz kurzes Video. Folgendermaßen. Warte mal, lass mich das euch am besten hier im Hintergrund zeigen. Ich habe ja vorproduziert. Das bedeutet, Hogwarts Legacy ist ja noch bis zum 17.05. sind wir ja noch im Saft. Das Video kommt etwas vorher, weil folgendermaßen. Mir kackt ständig das Spiel ab. Das ist jetzt nicht so optimal, das ist nicht ganz so geil. Ja, das stimmt, das ist nicht ganz so cool. Dementsprechend ist das für die Aufnahme grausam. Also es läuft stabil, also was heißt stabil? Es läuft mit guten FPS etc. etc. Aber mit OBS fängt das alles an zu ruckeln. Ich weiß nicht warum. Etc. Also in den Videos gucke ich mir das auch an und ich weiß es halt wirklich nicht, was da der Fehler ist. Weil, sind wir mal ehrlich, ich mache die Kamera mal ein bisschen kleiner gleich, weil ich verstehe es halt nicht. Ne? Also ich habe extra einen Rechner aufgewertet. Wir haben hier einen, keine Ahnung. Der Support hatte erst gesagt, es liegt vielleicht am Dingsbums, aber scheinbar nicht. Warum laufe ich mit 4,5 Gigahertz? Habe aber nur eine Aus... Achso, das ist ja nur ein Kern. Okay, die Effizienzkerne sind ja aus. Also wie gesagt, 13.700k Arbeitsspeicher läuft eigentlich auch grundsolide. Aktuell 8 GB RAM während der Aufnahme. 32 GB haben wir auf 5600 MHz. Keine Ahnung. Die Grafikkarte verbraucht ein bisschen, aber nicht viel. Das ist auch eine 3060 etc. etc. Ich weiß es nicht, was da los ist. Ich weiß wirklich nicht, warum Hogwarts Legacy bei mir auf dem Rechner abstürzt. Dementsprechend, ich habe es immer noch auf Steam, kann es leider nicht zurückgeben. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Der Support kann mir nicht sagen, warum. Und dann ist das halt so. Ja. Ich werde es aber trotzdem weiterspielen. Für die folgenden Parts nach dem 17. Mai wird der Spielstand ein bisschen anders da sein, weil ich habe Crossplay nicht aktiviert und dementsprechend habe ich mir, weil ich es unbedingt spielen will, mir die PlayStation 5 Version davon nochmal geholt. Die läuft soweit ganz gut. Ich kann da nicht meckern. Auch einigermaßen stabil auf 60 FPS. Klar, sind jetzt keine 120, ist natürlich schade. Aber so ist es einfach. Ich möchte ein Spiel haben, was stabil läuft. Dementsprechend für Fans davon, nehmt es mir bitte nicht übel. Das wird jetzt als Part. Das wird jetzt zwischen die Videos einfach reingepackt. So als kleine Info. Ab Part Nummer 18. Ihr habt den Spielstand schon repliziert, so gut ich konnte. Aber nicht alles hingekriegt. Also wenn jetzt manche Sachen in der Welt, Rätsel, Outfit etc., wenn da etwas anders ist, verzeiht's mir. Das liegt einfach an dem Umstand, dass ich jetzt die Plattform wechseln musste. Dementsprechend wird es ab sofort, wie man es im Hintergrund schon sieht, auf der PlayStation laufen. Das ist einfach, also ich denke mal, solange die Spiele alle für beide Konsolen rauskommen. Ja, ich habe mir auch Dead Island 2 geholt. Das spielen wir aktuell im Stream. Solange die Spiele halt alle für Konsolen besser und stabiler rauskommen als für PC, werde ich wahrscheinlich so machen, dass ich die großen Spiele mir wahrscheinlich für die PlayStation hole. Oder klar, Nintendo sowieso. Nintendo only meistens. Von daher, ja. Ist natürlich blöd gelaufen. Ist schade, weil ich hätte einfach ganz normal gerne weitergespielt. Aber da habe ich halt nochmal einen Sonntag reingefressen und habe das alles nochmal nachgespielt. Bisschen schneller natürlich, weil ich schon manche Sachen wusste. Aber verzeiht es mir, wenn da so einige kleine optische Merkmale falsch sind. Genießt trotzdem das Let's Play, wenn ihr Bock habt. Ich verabschiede mich. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Von Hogwarts Legacy. Und ja, ich will es einfach spielen. Ich habe es jetzt zweimal gekauft. Die Konsolenversion, na gut, die Deluxe Steam Edition hat mich 55 Euro gekostet. Die Konsolenversion 70. Oder 67, die war im Angebot. Ne, 64 sogar. Stimmt. 67 habe ich für Dead Island 2 bezahlt. Naja, ist egal. Ich habe es jetzt zweimal gekauft. Ich will es einfach spielen und möchte es gerne mit euch teilen. Wenn etwas falsch ist, heult nicht rum. Man möge es mir verzeihen, ist einfach so blöd gelaufen.
Und ab sofort weiterhin viel Spaß mit Hogwarts Legacy im Let's Play auf YouTube. Tschüss.